Dann kann mir keiner erzählen, wir können nicht genügend Strom erzeugen. Wir schafften einen Zweizylindermotor mit einem Wirkungsgrad von 56% herzustellen. Aber das für mich Wichtigste ist das, was er unter den Tisch fallen lässt. Ich glaube, dass es hier eher an den rechtlichen Regularien noch ein bisschen hapert. Ja, ich nehme ja was auf. Also, eigentlich will ich los zur Arbeit und muss was machen und dann kriege ich diverse Nachrichten und soll dazu was aufnehmen. Worum geht's? Also, ich weiß ja auch nicht, was in diesem Land los ist. Da kommt jetzt wieder so ein selbsternannter Wissenschaftsjournalist, der Jean Pütz. Respekt an seinem Lebenswerk, aber auch, naja, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste und vielleicht hat er auch die ein oder andere Entwicklung noch nicht so ganz richtig verstanden. Ich will ja auch nicht sagen, dass ich alles hundertprozentig richtig verstehe, aber bei manchen Dingen, da frage ich mich ganz ehrlich, also wie kommt's? Er behauptet jetzt in einem Beitrag, ich glaube zu lesen im Spiegel oder in der Welt, keine Ahnung, Steve kann das ja mal verlinken und dann seht ihr das hier oder hier, verlinken wir das einfach mal in einem Beitrag. Zieht er eigentlich das ganze Elektroauto-Bashing, was wir so kennen, wieder mal neu aus dem Sumpf und behauptet, ein anderes Konzept wäre ja viel, viel besser. Er nennt es Hyper-Hybrid-Antrieb und sagt, das ganze Thema rund um batterieelektrische Fahrzeuge ist kompletter Unfug, weil jetzt kommen die üblichen Argumente. Ich habe mir das mal hier so ein bisschen auf den Zettel geschrieben. Wenn wir jetzt auch noch alles elektrifizieren, dann brauchen wir so viel Strom, den können wir hier in Deutschland überhaupt gar nicht herstellen. Und die Autos mit Batterien, die sind so unfassbar schwer und das erzeugt so viel Reifenabrieb. Und er betet eigentlich in diesem Interview, was da abgedruckt ist, die ganzen Argumente rauf und runter, die wir schon eine Million Mal gehört haben und steht dann dort für ein Konzept ein oder positioniert sich für ein Konzept, das wir eigentlich kennen, schon lange Zeit kennen, was eigentlich nichts Neues ist, nämlich für einen seriellen Hybrid, so habe ich es wenigstens verstanden. Also er sagt ja, der Antrieb eines Autos kann ja gerne elektrisch erfolgen, also sprich durch einen Elektromotor, weil der ist halt super effizient, das wissen wir alle. Da gibt es natürlich auch Unterschiede, so eine und solche, aber in der Regel ist er natürlich wahnsinnig effizient, gerade im Vergleich zum Verbrennungsmotor. Also das, was man da an Strom reinschickt, das kriegt man jetzt nicht zu 100% und auch nicht immer zu 90% oder 95%, aber mindestens zu 70-80% an Bewegungsenergie dann letztlich auf die Straße. Das ist natürlich klasse. Aber er holt eben die ganzen Argumente wieder raus, die man zum Thema Batterieherstellung und Gewicht der Batterien und Volumen der Batterien und was man da irgendwie so alles hört und sagt, es wäre doch viel sinnvoller, wenn wir den Strom nicht in der Batterie speichern würden, sondern wenn wir den Strom an Bord erzeugen würden. So ähnlich wie das auch bei Brennstoffzellenfahrzeugen funktioniert. Die dann mit Methanol und einem Reformer oder eben direkt mit Wasserstoff betrieben werden. Das ging alles schon x-mal durch die Zeitung und das ist ja alles immer so wahnsinnig viel besser, als ein Auto direkt mit einer Batterie anzutreiben. So, was habe ich mir dazu mal aufgeschrieben? Also dieses ganze Thema, woher kommt der Strom, das ist, glaube ich, ein Thema, das ist so ein Totschlagsargument. Ja. Ich könnte genauso gut behaupten, wie will man in 5 Jahren 9 oder 10 Milliarden Menschen auf dieser Welt ernähren. Das ist also eine Herausforderung, ein Problem, das wir lösen können, wenn wir die entsprechenden Bremsen lösen, die für zum Beispiel die Erzeugung von Solarstrom oder Windstrom in diesem Land ja immer noch bestehen. Ja, die ganze Debatte kommt ja auch in der Bundestagswahl wieder rauf und runter und ist geführt worden im Wahlkampf, je nachdem, wann ihr das Video seht, vor oder nach dem Wahlkampf. Und ist letztlich kein Problem, wenn ich mich umgucke und mir hier alleine angucke, wie viele Dächer hier noch ohne PV-Anlage sind und wo überall Windkraftanlagen gebaut werden könnten und wie schwierig es zum Beispiel ist, per Gesetz alte Windkraftanlagen zu repowern und an den gleichen Standorten mit deutlich leistungsfähigeren Anlagen zu ersetzen, dann ist das eine Nebelkerzendiskussion, die ich so nicht gelten lassen kann. Wenn ich alleine nur mal ein einziges Beispiel das Dach unserer Turnhalle an unserer Schule nehme, da passen 100 kW drauf und es wird nicht gemacht.
Wenn ich das Rathausdach hier in Kleinmachnow sehe, wo 100 kW draufpassen und es wird nicht gemacht, dann kann mir keiner erzählen, wir können nicht genügend Strom erzeugen. Also das ist ein Totschlagsargument. Ein Problem sind vielleicht eher die Netze, die intelligente Steuerung und der Stromtransport von Nord nach Süd, aber das ist letztlich auch etwas, was mit Planungsrecht zu tun hat und kein technisches Problem darstellt. Also das lasse ich nicht gelten, abgesehen davon, dass wir auch viele Effizienzmaßnahmen, die wir ja überall haben, auch noch lange nicht umgesetzt haben. Was habe ich in unserer Schule mich wirklich über mehrere Jahre bemüht, dass dort die Beleuchtung gegen LED-Beleuchtung ausgetauscht wurde. Und seitdem ist der Stromverbrauch dramatisch gesunken. Wir haben natürlich auch neue Stromverbraucher hinzubekommen, zum Beispiel die elektronischen Tafeln, die Smartboards, aber insgesamt ist der Stromverbrauch deutlich gesunken. Also das Argument lasse ich nicht gelten. Das Thema serieller Hybrid kennt man ja. Nissan zum Beispiel verfolgt das ja recht aggressiv mit dem Nissan e-Power Note, der in Japan verkauft wird, also sprich ein Prinzip, bei dem man einen kleinen Generator an Bord hat. Ihr kennt das vom BMW i3 mit dem Rex damals, also mit dem kleinen Range Extender, der dran war. Und das ist ein Konzept, was auf Anhieb natürlich erstmal irgendwie recht verblüffend, überzeugend klingt. Ich habe halt eine Batterie an Bord, damit kann ich x Kilometer fahren, aber die ist aus ökologischen Gründen nicht besonders groß. Und wenn ich weitere Strecken zurücklegen will, packe ich mir halt einen Range Extender hinten rein. So, das klingt jetzt irgendwie erstmal bestechend. Und wenn ich den dann auch noch nicht mit Benzin oder Diesel betreibe, sondern mit Methanol, das ich gewinne, dann mag das auf den ersten Blick auch überzeugend klingen. Und das mag vielleicht für den ein oder anderen Einsatzzweck oder Fahrzeugtyp irgendwie auch natürlich eine Lösung sein. Aber wenn man sich halt mal anguckt, dass zum Beispiel BMW da von weggegangen ist, dann wissen die schon warum, weil letztlich die Kunden das nicht benötigt haben. Das Hauptproblem ist aber, dass so ein System einfach extrem ineffizient ist. Und das ist immer wieder, darum dreht sich ja irgendwie alles. Und Jean Pütz teilt jetzt in seinem Artikel eine Information und sagt, es gäbe also irgendein Unternehmen, die hätten es geschafft, einen Zweizylindermotor mit einem Wirkungsgrad von 56% herzustellen und man bräuchte dann umgerechnet nur noch 2 Liter Methanol auf 100 Kilometer, um das zu machen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das bezweifle ich jetzt mal stark. Ich bin zwar kein Motorentechniker, aber ich habe mal ein bisschen geguckt, Wirkungsgrade von Verbrennungsmotoren. So ziemlich das Beste, was wir erreichen können, ist halt ein hochoptimierter Verbrennungsmotor mit Atkinson-Zyklus, den Toyota zum Beispiel einsetzt in den Vollhybriden. Da liegt der thermische Wirkungsgrad bei 41%. Das ist weit, weit weg von den 56%. Und beim Diesel liegen wir so ungefähr bei 43%. Man darf ja auch nicht immer irgendwie so einzelne Peaks und Optimalpunkte betrachten und dann muss das Ganze im Gesamtwirkungsgrad sehen, also im Gesamtbetrieb sehen, auch zum Beispiel bei Kurzstrecken, bei Kälte, bei besonderen Anforderungen und so weiter. Und das ist klar, ein Zweizylindermotor ist ein relativ kleiner Motor, der sowieso tendenziell von dem Wirkungsgrad her eher schlechter ist. Solche Wirkungsgrade, die eine 5 vorne zu stehen haben, das sehen wir vielleicht im Motorsport, das sehen wir vielleicht auch bei großen Schiffsdieseln, aber das sehen wir nicht bei den Motoren, die in der Masse in Fahrzeuge eingebaut werden können. Also 56% halte ich hier persönlich für maßlos übertrieben. Und wenn der Wirkungsgrad dann eben bei 50 oder bei 40% ist oder sogar noch darunter, der durchschnittliche Wirkungsgrad bei einem Benziner liegt ja weit, weit darunter, dann ist man von den 2 Litern schon wieder weit, weit entfernt. Also auch das wage ich ganz stark zu bezweifeln. Abgesehen kommt dazu ja der Fakt, dass er auch in so einem seriellen Hybrid, Hyperhybrid, nennt es wie ihr wollt, immer auch noch wie bei Brennstoffzellenfahrzeugen eine Batterie mit drin ist. Die ist jetzt je nach Auslegung natürlich nicht so groß wie bei einem batterieelektrischen Fahrzeug. Aber sie ist da und Jean Pütz schreibt ja in seinem Beitrag, naja, dann gibt es ja auch noch eine Batterie, mit der man 100 Kilometer weit fahren kann. Das heißt, diese Batterie, die wird dann eine Kapazität von, sagen wir mal, etwa 20 Kilowattstunden haben, damit die auch lange hält. Und bei einer 20 Kilowattstunden Batterie, ehrlich gesagt, da bin ich dann gar nicht mehr so weit entfernt von zum Beispiel einer Zoe mit 40 Kilowattstunden oder einem ID.3 mit 45 Kilowattstunden und der fährt eben dann voll elektrisch. Der kann auch dann schnell problemlos unterwegs geladen werden. Methanol ist letztlich auch ein synthetischer Kraftstoff, der gewonnen werden kann. Das ist der einfachste synthetische Kraftstoff. Das ist richtig. Man kann ihn aus verschiedensten Produkten herstellen. Das ist auch richtig, auch aus Reststoffen. Das haben wir auch bei ME Energy gesehen und gehört. Ist soweit korrekt richtig. Aber auch da muss man sich dann wieder halt immer wieder klar machen, dass letztlich nachher, wenn ich den habe, diesen Kraftstoff habe, in dem Prozess nachher mehr als die Hälfte letztlich in Wärme verschwendet wird und also, ich weiß nicht, ob ich das so richtig gut finde. Jetzt könnte man argumentieren, ja, die Wärme, die kann man ja dann im Winter nutzen, um das Elektroauto zu heizen.
Guckt euch aber einfach mal an, wie hoch der zusätzliche Energieverbrauch fürs Heizen inzwischen ist oder wie niedrig der eigentlich ist und dass es inzwischen genug Fahrzeuge und Konzepte gibt, die die Abwärme aus der Batterie ziehen mit einer kleinen Wärmepumpe und dass der Heizenergiebedarf eigentlich bei modernen Elektrofahrzeugen gar nicht mehr so ins Gewicht fällt und das wird sich auch in den nächsten Jahren noch weiter optimieren. Der wichtigste Punkt ist natürlich das Thema Batterien und schwere Batterien und Reifenabrieb. Auch dazu haben wir schon eine Menge gesagt. Ja, schwere Fahrzeuge haben vielleicht tendenziell einen höheren Reifenabrieb als leichte Fahrzeuge. Mag man, hängt natürlich von der Fahrweise ab, hängt von den verwendeten Reifen ab, von der Gummimischung und so weiter. Das kann man sicherlich in den Griff kriegen, wie stark dieses Problem wirklich ist. Ich glaube, dass es übertrieben ist. Das ist meine persönliche Meinung. Also ich fahre ja jetzt schon einige Jahre elektrisch und ich kann nicht feststellen, dass an den Fahrzeugen, die ich bisher hatte, der Zoe oder eben jetzt auch dem Smart, den wir damals hatten, oder jetzt dem VW, dem ID und was weiß ich, dass da irgendwie ein übertriebener Reifenabtrieb ist. Und aus den Diskussionen und aus den Erfahrungen von anderen Leuten kann ich das irgendwie auch nicht sehen. Es sei denn, man orgelt eben an jeder Ampel so ein Wettrennen mit und dann ist es aber klar, aber dann reiben sich beim Verbrenner die Reifen letztlich genauso ab. Und es ist sehr stark abhängig von der Fahrweise und weniger vom Gewicht. Das Gewicht selber ist eh nicht so ein Riesenproblem. Auch der Verbrauch bei größeren Fahrzeugen sehe ich jetzt auch nicht so als Riesenproblem, ehrlich gesagt, an. Da gibt es natürlich auch Unterschiede, aber ich meine, ich kann ja jetzt nur von mir aus reden. Den ID, den fahren wir in der Stadt mit unter 10 Kilowattstunden. Das ist jetzt also auch kein Riesenenergieverbrauch, ehrlich gesagt, der sich mit einer PV-Anlage auch relativ gut abdecken lässt. Aber das für mich Wichtigste ist das, was er unter den Tisch fallen lässt. Denn eins ist ja klar, Energiewende gelingt nicht nur, indem wir PV-Anlagen und Windräder aufbauen, sondern wir brauchen Speicher. Und wir brauchen nicht nur eine Art an Speichern, sondern wir brauchen eine Vielzahl an Speichern auf verschiedenen Ebenen. Langzeitspeicher, saisonale Speicher bis hin zu Kurzzeitspeichern. Und da kann und da werden mit Sicherheit auch Autobatterien ihren Teil dazu beitragen. Ihren Teil dazu beitragen. Man wird natürlich aus Fahrzeugbatterien und den dort zur Verfügung gestellten Kapazitäten, sagen wir mal vielleicht 8, 10 Kilowattstunden, also so 10 bis 20% vielleicht mehr, nicht Deutschland versorgen, das ist klar. Aber damit kann man Stromnetze auf lokaler Ebene stabilisieren, damit kann man, wenn viele Fahrzeuge angeschlossen sind, auch Kapazitätsprobleme überbrücken, die man vielleicht kurzzeitig hat, Einfluss haben auf Strompreise und so weiter und so fort. Was ich sagen will, ist, wir brauchen ja sowieso Speicher. Wir brauchen Speicher so oder so. Da geht kein Weg dran vorbei. Und wir können auch nicht alles mit Wasserstoff und wir können auch nicht alles mit Power to X oder sonst was machen. Brauchen wir für die Langzeitspeicherung, für die großen Mengen, die wir im Sommer erzeugen, aus Überschüssen, die wir da speichern. Aber wir brauchen, und das weiß jeder, der eine PV-Anlage hat, mit so einem Hausspeicher ja auch kleinteilige Speicher, runter bis aufs eigene Haus sozusagen, bis auf einzelne Gebäude, um zum Beispiel, wenn mal Wolken durchziehen oder was auch immer, so eine Dinge zu überbrücken, auch mal sich 1 oder 2 Tage aus so einem Speicher komplett vielleicht zu versorgen. Und von daher ist es eigentlich so aus meiner Sicht, dass sich die Autos hin zu rollenden Speichern entwickeln müssen, sind sie ja letztlich jetzt schon, weil ich kann ja auch jetzt schon PV-Strom darin speichern. Was ich vielleicht nicht kann, ist es eben Energie sozusagen ins Haus wieder zurückzuholen. Aber das ist auch keine Raketentechnik, das lässt sich machen. Sono Motors hat es angekündigt, das zu machen, viele andere auch. Und ich glaube, dass es hier eher an den rechtlichen Regularien noch ein bisschen hapert, aber das ist technisch alles machbar. Ich finde das Konzept von Sono ganz interessant. Wir gucken, dass wir da auch demnächst mal ein Interview kriegen, um mal noch so ein paar Detailfragen zu klären und euch das nachzuschieben. Und von daher werden wir also Speicherkapazität noch und nöcher brauchen. Und deswegen sehe ich das gar nicht so schlecht, wenn ein Auto eigentlich dahin mutiert, nicht nur ein Smartphone auf Rädern zu sein, sondern auch Teil seiner Kapazität als Speicher auf Rädern zur Verfügung zu stellen. Und wenn ich erst an Ladestationen oder Wallboxen ein Stromroaming machen kann, dass ich also sowohl meinen PV-Strom zum Beispiel, den ich zu Hause erzeuge, an einer anderen Stelle auch nutzen kann oder umgekehrt, wenn ich zu Hause Strom brauche, mein Auto ist aber nicht zu Hause, wenn ich dann sozusagen per so eine Art Roaming Blockchain-Technologie wird da sicherlich vieles ermöglichen, das nutzen kann. Dann sind es doch mehr regulatorische und rechtliche Bedingungen, die das heute noch verhindern, als technische Möglichkeiten. Und das finde ich, das missachtet er. Denn
Methanol kann ich nicht zu Hause herstellen, Methanol kann ich nicht zu Hause laden, mit Methanol kann ich zu Hause keinen Strom erzeugen. Könnte ich zwar schon irgendwie machen, aber ihr merkt selber, das ist mit einem Elektrofahrzeug, das ich letztlich betreiben kann wie eine rollende PV-Anlage. So stellt sich das ja Sono zum Beispiel vor. Eigentlich viel einfacher und viel bestechender, als da jetzt wieder mit irgendwelchen Generatoren zu arbeiten. So, ich hoffe, ich konnte in den letzten 15 Minuten das einigermaßen komprimiert bringen, was ich an dieser Idee zu bemängeln habe. Und jetzt bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt es ruhig mal hier gleich unten in die Kommentare und dann lasst uns mal darüber ein bisschen diskutieren. Und das wollte ich euch an der Stelle vermittelt haben. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wäre super, wenn ihr ein Abo da lasst. Ihr wisst, Daumen nach oben hilft uns sehr, um zu checken, liegen wir mit unseren Themen richtig oder falsch. Und ja, das war jetzt ein ganz einfach gemachtes Video hier mal schnell noch aus dem Wohnzimmer, denn ich muss mich jetzt auf den Weg machen und wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Ciao, bis zum nächsten Mal.